Und in Berlin begrüße ich die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Guten Abend. Guten Abend, Herr Bade. Steuerfreie Einmalzahlungen, das 9-Euro-Ticket, der Tankrabatt. Viele Versuche, die Krise erträglicher zu machen. Was würden Sie sagen, welche bewähren sich? Ja, das ist natürlich inmitten der Krise ganz schwer einzuschätzen, welche dieser Instrumente jetzt tatsächlich nachhaltig greifen. Aber Ihre Aufzählung verdeutlicht natürlich, dass die Regierung zunächst mal erkannt hat, dass Instrumente gebraucht werden und dass tatsächlich die Realität, die politische Wirklichkeit, diese großen Visionen, die die Ampelregierung sich im letzten Herbst gegeben hat, ein Stück weit eingeholt hat und jetzt eben nicht allzu sehr die Zukunftsthemen im Vordergrund stehen, sondern die Gegenwart. Und es braucht sicherlich über das Jahr hinweg weiterhin den Eindruck für die Bevölkerung, dass Politik, dass die Bundesregierung diese Krisen tatsächlich in den Griff bekommt, dass sie moderierbar sind, etwa wenn es zum Beispiel um die hohen Energiepreise geht, gerade wenn wir natürlich auf den Herbst und den Winter schauen. Tja, was müsste der nächste Schritt sein? Wie könnte man mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft erreichen? Ja, da prallen natürlich unterschiedliche Konzepte aufeinander. Es ist kein Geheimnis, dass mit der SPD und den Grünen zwei Parteien in der Bundesregierung vertreten sind, die sich durchaus vorstellen können, zum Beispiel auch steuerliche Veränderungen vorzunehmen, bis hin etwa zu einer Vermögensbesteuerung, die also stärker sozusagen reiche Menschen einfordert, sich zugunsten gesellschaftlich schwächerer und Geringverdienender zu engagieren. Das scheitert ein Stück weit sicherlich an der Mitwirkung der FDP in der Regierung. Aber was wir sehen, ist natürlich, dass jetzt nicht nur die Geringverdiener in den Blick geraten für beispielsweise solche Entlastungspakete, sondern dass insbesondere die hohe Inflation und die Energiekosten auch die Mittelschicht treffen werden. Das heißt, es ist nicht alleine damit getan, über Gerechtigkeitsfragen zwischen, ich sag's mal salopp, ganz oben und ganz unten nachzudenken, sondern die breite Mitte der Gesellschaft braucht den Eindruck, braucht die Rückmeldung einerseits, was kann der Staat tun, um Entlastungen zu schaffen, um Unterstützung zu schaffen, aber andererseits, und das fand ich, klang in der politischen Kommunikation aller drei Parteien dann doch auch durch in den letzten Wochen, geht es eben auch um unbequeme Wahrheiten, also auch auszusprechen, dass eigener Verzicht gefordert ist, dass man gefordert ist, Geld zurückzulegen, soweit das möglich ist und diese Wahrheiten eben auch auszusprechen, wie wir es auch im Einspieler hören konnten, dass beispielsweise der Staat natürlich nicht alle diese Auswirkungen eins zu eins wird kompensieren können. Sie haben gerade eben die FDP erwähnt. Jetzt gibt es statt Tempolimit Tankrabatt. Stimmt die Richtung? Naja, also auch da sehen wir natürlich, dass eine solche Koalitionsregierung eine Kompromisssuche ist, eine stetige Kompromisssuche. Das Tempolimit hat ja nachweislich positive Effekte, ist allerdings bei den Verhandlungen ja noch nicht einmal in die Koalitionsphase, sondern schon in den Sondierungen abgeräumt worden. Also da haben die Grünen sich mit dieser Forderung eindeutig nicht durchsetzen können. Ich denke, der wichtigste Effekt, wenn es um diesen Tankrabatt geht, ist tatsächlich die Frage von Nachhaltigkeit. Also wie sehr kann sowas wirklich auf Dauer wirken? Es geht ja jetzt schon um die Frage, ob es eine Verlängerung über diese drei Monate hinaus denn geben soll. Und es geht natürlich um die Frage, wie glaubwürdig ist dieses Projekt auch für die gesamte Regierung? Also wie sehr machen sich SPD und Grüne dieses offensichtliche, ja auch FDP getriebene Vorhaben auch zu eigen? Und kann man glaubwürdig damit zum Beispiel andere Zukunftsthemen, Sie haben das Tempolimit ja angesprochen, als Referenz etwa für den Ausbau auch von ÖPNV, von klimaneutralem Verkehr beispielsweise, kann man das umsetzen eins zu eins? Oder muss man vielleicht, und auch das ist Teil der Wahrheit, auch pragmatisch sein, Kompromisse eingehen und sagen, wir können jetzt nicht alles von dem, was wir uns im September oder im Herbst vorgenommen haben, umsetzen, weil die Wirklichkeit uns ad hoc auch an anderer Stelle fordert. Julia Reuschenbach, vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich weiter, aber lassen Sie uns vorher einen Blick nach Nordrhein-Westfalen werfen. Dort hat nämlich die erste schwarz-grüne Regierung ihren Koalitionsvertrag besiegelt. Heute
haben die Spitzen von CDU und Grünen den am Wochenende von beiden Parteien gebilligten Vertrag unterschrieben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Hendrik Wüst und die Landesparteichefin der Grünen, Mona Neubauer, haben damit den Schlusspunkt unter gut dreiwöchige Verhandlungen gesetzt. Und wir kommen wieder zu Julia Reuschenbach. Hallo noch einmal. Ja, wir haben es gesehen, Sie haben es mitgekriegt, der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. Ein schwarz-grüner Neustart in NRW, nachdem die Grünen es ja auch schon mal mit der SPD versucht haben in NRW. Glauben Sie an das neue Modell? Ja, es ist zumindest für die Grünen auf jeden Fall eine interessante Machtoption, die ja auch nicht einzigartig bleibt aller Voraussicht nach in der politischen Landkarte, sondern wir haben schon eine schwarz-grüne Regierung in Hessen, die sich hat etablieren können. Wir haben grün-schwarz wiederum in der anderen Reihenfolge in Baden-Württemberg. Und wenn wir jetzt noch nach Schleswig-Holstein blicken, dann entsteht da tatsächlich eine interessante Alternative aus Sicht der Grünen, die sich also koalitionsflexibel zeigen ein Stück weit. Also sowohl eine eher bürgerliche Mehrheit mit modernen Landesverbänden der CDU bilden können, als auch eben eine eher linksorientierte Politik betreiben können mit der SPD. Das macht sie auf jeden Fall auf dem Markt der Parteien höchst interessant. Nun haben die Grünen ja aber gerade in Nordrhein-Westfalen in der Koalition mit einer größeren Partei nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Also damals war es ja so, dass die Grünen letztlich zähneknirschend der Braunkohle weiter zustimmen mussten, Garzweiler weiter genehmigen mussten, in der Bildungspolitik sich nicht wirklich durchsetzen konnten, obwohl sie das Ministerium stellten. Glauben Sie, dass die Grünen diesmal bei Schwarz-Grün stärker sein werden? Nun, zunächst mal sind sie es ja vor allen Dingen zahlenmäßig. Also die Partei hat ihr Ergebnis verdreifachen können bei der Landtagswahl. Das ist natürlich ein Pfund, mit dem man in solche Gespräche und in eine solche Regierungsbeteiligung dann auch hineingeht. Und wenn man sich dieses Dokument, den Koalitionsvertrag, der jetzt entstanden ist, anschaut, dann sieht man schon, dass die Grünen haben wirklich viele ihrer großen, wichtigen Anliegen durchsetzen können. Wenn wir zum Beispiel auf die Solarpflicht schauen, auf den Ausbau von Windenergie insbesondere auch, also gerade umweltpolitische Themen, ein flächendeckendes Schnellbusnetz, massive Investitionen in den ÖPNV und vieles mehr. Aber sie mussten eben auch Kompromisse machen und das zeichnet Koalitionsregierungen aus. Wenn wir beispielsweise auf die Innen- und Sicherheitspolitik schauen, wo keineswegs unumstrittene, auch im Grünen Landesverband nicht unumstrittene Themen, wie etwa die Videoüberwachung, der Einsatz von Elektroschockpistolen bei der Polizei, jetzt dann zunächst mal weiter fortgesetzt werden, mit Evaluations sozusagen Optionen versehen wurden. Aber das gehört eben dazu. Und ich würde schon denken, dass Mona Neubauer und ihr Team, wenn man sich das Dokument anschaut, gut verhandelt haben und dass auch Hendrik Wüst einen CDU-Landesverband jetzt führt oder in dieser Regierung führen wird, dem er auch einen, ich sag mal, etwas neuen Stempel aufdrückt, wenn man sich anschaut, dass er ja auch schon bei der Amtsübernahme nach Armin Laschet angekündigt hat, dass für ihn also Klimaneutralität an erster Stelle steht und er auch anders als andere Vertreter seiner Partei beispielsweise fortwährend am Kohleausstieg 2030 festgehalten hat. Insofern sind die Rahmenbedingungen für dieses Projekt jetzt grundsätzlich erst einmal gut. Aber klar, am Ende wird es wie so oft bei solchen Koalitionsverträgen um die Frage gehen, woher kommt das Geld, mit dem man all diese Maßnahmen umsetzen will? Also wie finanzieren wir unsere politischen Zukunftsideen? Und natürlich wird auch diese Landesregierung, genauso wie wir es jetzt auf der Bundesebene sehen können, auf die Gegenwart, auf die politischen Herausforderungen des Alltags treffen. Denken wir etwa an die Folgen und an die womögliche fortdauernde Corona-Pandemie. Und da wird man dann sehen, inwiefern dieses Modell, das man da jetzt gemeinsam geschaffen hat, dann tatsächlich tragfähig ist. Für Nordrhein-Westfalen ist es ein Novum, das steht fest. Und insofern ist es wirklich interessant zu sehen, wie diese neuartige Konstellation im bevölkerungsreichsten Bundesland dann tatsächlich miteinander regieren wird. Julia Reuschenbach, danke, dass Sie das zu später Stunde für uns eingeordnet haben. Ich danke Ihnen.